In diesem Teil der Dokumentation zeige ich ein wenig von den Innereien der Bachem Natter. Die Natter wurde in Ermangelung von Rohstoffen in den letzten Kriegstagen aus Holz gebaut. Diese Art des Flugzeugbaus war für diese Zeit gar nicht so ungewöhnlich. Hier sieht man zum Beispiel die Struktur einer Klemm 107 aus derselben Epoche. Angetrieben wurde die Natter von einem Walder Raketentriebwerk. Als Treibstoffe kamen C-Stoff, ein Gemisch aus 30% Hydrazinhydrat und 57% Methanol, sowie als Oxidator T-Stoff, besteht aus 80% Wasserstoffperoxid und 20% Hydroxynolin zum Einsatz. Und was passiert, wenn diese beiden Stoffe in der Brennkammer zusammenkommen? Das zeige ich euch in meinem nächsten Video.